merkt man eines noch, der Boden eher nass ist. Ja, allerdings. Aber Gummistiefel wäre nicht notwendig gewesen. Ja, mei, sicher. Ah, da hinten blüht die Taglilie. So eine Nase, so Wahnsinn. Ja, ich habe gewusst, warum ich die Stiefel anziehe. Ich kenne das Gebiet, ja. Aber Schwimmfliegel, artenreich, wie das da alles ist. Ja, mittlerweile haben wir nur mehr Reste der Wiesenlandschaft, leider. Daher ist es so wichtig, dass wir alle erhalten. Ich verstehe nicht, warum sollte die Kleinigkeiten dann ein Problem sein. Wenn ich dort im Winter mein Holzgach auslagern tue und das länger da liegen bleibt, oder wenn ich einen Mist dort hinlagern tue, warum das ein Problem sein kann. Das verstehe ich nicht, Gitti. Jede kleine Fläche, die wir verlieren, ist im Einzelfall oft nicht tragisch. Aber wenn natürlich dort ein Stück und da ein Stück und da ein Stück verloren geht, dann ist es im Sommer halt doch gar nicht so wenig. Und es ist so, dass wir von manchen Lebensräumen nur mehr ganz kleine Flächen haben. Und da ist dann oft schon wirklich ein Problem.